Die Gasabhängigkeit haben wir diskutiert, aber Österreich hat auch, das hat auch Ihre Institution ja auch schon beleuchtet, bei anderen Geschäften ein ganz gutes Händchen mit sogenannten Hybridstaaten oder autoritären Staaten. Ein US-Präsident hätte früher Schurkenstaaten dazu gesagt, zusammenzuarbeiten. China, Russland, Arabische Emirate, Österreich ist dort überall Worldmaster. Wie konnte es dazu kommen? Oder wieso ist das so? Also Sie haben gerade eine Studie angesprochen, wir haben uns im NEOS Lab angesehen, die internationale Verflochtenheit Österreichs mit unterschiedlichsten Ländern und haben uns vom Economist, vom britischen Magazin, die haben so eine Forschungsabteilung, die Intelligence Unit, angesehen, welche Länder davon besonders demokratisch sind und welche hybrid- oder autoritäre Regime sind. Und Österreich ist im Verhältnis, und das haben Sie richtig angesprochen, recht autokratenfreundlich. Das liegt nicht zuletzt an der großen Beteiligung und dem großen Handel mit Russland. Österreich ist das Land, neben Zypern in Europa, das am meisten ausländische Direktinvestitionen aus Russland hat. Das sehen wir in der OMV, das sehen wir aber auch auf den Immobilienmärkten. Da ist viel russisches Geld da. Und das war in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren ja durchaus auch ein gutes Geschäft. Es hat nur ein paar Schwächen in Österreich verschleiert, nämlich die Schwäche, dass man vielleicht mit demokratischen, sehr wettbewerbsfähigen, sehr zukunftsorientierten Volkswirtschaften an manchen Stellen auch nicht mehr so mithalten konnte. Also der Grund vielleicht, wieso danach der Cybersecurity-Experte, der heute hier virtuell im Studio sein wird, von der ETH in Zürich kommt oder von der ETH aus der Schweiz, liegt halt auch daran, dass zum Beispiel die Schweiz in dem Bereich massiv Humankapital aufgebaut hat, tolle Forschungsstandorte und tolle Unternehmen hervorgebracht hat. Und wir haben uns um diese Exzellenzinitiativen ein wenig gedrückt in Österreich und haben das ein bisschen kompensiert damit, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so genau hingeschaut haben, woher denn das Geld jetzt kommt und auch diese Brückenfunktion, die wir ja immer außenpolitisch auch hatten, auch ein bisschen wirtschaftspolitisch ausgenutzt haben. Das fällt uns jetzt auf den Kopf, weil das waren natürlich keine nachhaltigen Geschäftsmodelle, weil am Ende des Tages waren viele russische Investoren in Österreich nicht deswegen, weil wir ein toller Standort sind oder weil es für sie ein besonders aussichtsreiches Investment war, sondern weil sie gehofft haben, dass sie dann vielleicht sich vor Sanktionen schützen können oder dass sie ihre viel zitierten Schäfchen damit ins Trockene bringen.